Heute wird es mal ein bisschen schräg, denn heute haben wir das Mittwoch Nummer 007. James Bond lässt grüßen. Ob der allerdings viel mit meinem heutigen Thema hätte anfangen können, das wage ich mal zu bezweifeln. Denn in keinem der vielen James Bond-Filme, die ich gesehen habe, hat der Geheimagent Ihrer Majestät auch nur ein einziges Mal gebetet. Oder täusche ich mich? Jedenfalls möchte ich heute über das Gebet sprechen. Ich habe am Sonntag einen Gottesdienst besuchen können, nach langer Zeit mal wieder. Und was mich da sehr bewegt hat, das war das gemeinsam gesprochene Vaterunser am Ende. Das hat mich mit Gott verbunden natürlich, aber auch mit den Menschen neben mir. Und das hat mich sehr bewegt und mich gerührt. Das Gebet, Rogate, betet, so heißt der kommende Sonntag. Und manchmal brauchen wir diesen Ansporn, diese Aufforderung zum Gebet, denn es ist ja nicht immer einfach zu beten, gerade dann nicht, wenn es einem nicht so gut geht. Dann kann man vielleicht noch Gott klagen, sein Leid klagen. Vielleicht gelingt es einem auch noch, um etwas zu bitten. Aber die beiden anderen Facetten eines Gebets, das Gott loben und das Gott danken, das fällt einem dann schwer. Und weil das so ist, habe ich für uns heute einen kleinen Text mitgebracht, einen etwas witzigen Text, den ich uns jetzt vorlesen möchte. Und der führt uns auf die Spur zum Dankgebet. Denn der heißt, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Für die Hausaufgaben, die ich aufbekomme, weil das bedeutet, ich kann eine Schule besuchen. Für die Hose, die ein bisschen eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Für den Rasen, der gemäht werden muss, das Zimmer, das aufgeräumt werden muss, die Fenster, die geputzt werden müssen. Weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Für den Muskelkater nach dem Sport, weil das bedeutet, dass ich mich bewegen kann. Für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Wie viel Grund zum Dank haben wir? Es kommt offensichtlich auf die richtige Betrachtungsweise an. Wie wahr? Es gibt genug Gründe, Gott zu danken. Und wir dürfen das alles. Wir dürfen ihm klagen, unser Leid klagen. Wir dürfen ihn um etwas bitten. Wir können Gott danken und wir haben jede Menge Grund, auch Gott zu loben. Gott ist für all das offen. Also öffnen wir uns auch ihm. Rogate, betet.